Der Mythos Nordschleife ist, glaube ich, weltweit bekannt. Endurance ist ein richtiger Mannschaftssport. Die Mechaniker arbeiten Tag und Nacht, um hier erfolgreich zu sein. Die Fahrer geben alles. Die Fans draußen unterstützen uns, wo es nur geht. Also es gibt keinen schöneren Platz, um Rennen zu fahren. Hier kannst du eigentlich alles erleben. Da gibt es kein Highlight oder sonstiges. Es ist einfach perfekt hier. NLS ist das Beste. The atmosphere, the people here around are so passionate, so it's incredible. Im Kreis fahren können alle, aber dann halt mit den Fans, das Ganze drumherum, das Zwischenmenschliche, das macht Spaß und das gehört dazu und davon lebt der Motorsport auch auf jeden Fall. Take whatever you want from me, cause baby if I could I'd give you everything. Das Coole an der Serie ist halt vor allem die Rennstrecke, dass die so lang ist und so viel in sich hat. Und vor allem auch die Vielfalt an Autos, dass es halt auch drei Startgruppen gibt mit so vielen Startern und so. Das ist halt auch toll an dieser Serie. Es sind die Emotionen, die man hier teilen kann mit richtig geilen Teams, mit richtig geilen Fans da draußen. Und das Ganze natürlich auf der schönsten Rennstrecke der Welt. Ja, es ist wirklich für mich die beste Rennserie überhaupt, wenn man hier so ist und die Autos und die Fahrer, das ist einfach jedes Mal unglaublich. Also geht nicht besser. Die Nordschleife vereint hier bei der NLS einfach alles. Und jetzt heißt es feuerfrei 6 Stunden. Und exakt 12 Uhr wurde gestartet. Die Überholmanöver der schnellen Fahrzeuge, das ist hier in der Mercedes Arena hochinteressant, aber noch interessanter an der Strecke, weil es da oft auch mal eng wird. Well, I love it. I mean, I'm really in love with this championship. The challenge is not only to be able to lap the cars that are slower, it's the fact that, first of all, you don't need to lose time doing that, but you also need to be aware on the flags, on the double wave DLOs, on the code 60, so it's a big challenge for the driver mentally to be aware of everything. Pull me closer. Das ist einfach typisch NLS, typisch Nürburgring-Langstreckenserie, dass man eine Mischung hat aus jung und alt, aus routiniert und weniger routiniert. Einmal hier gewesen, ist eine Sucht. Ich wurde einmal in meinem Leben 24 Stunden Rennen gefahren, dann war ich schon der Zweite, jetzt machen wir mit der NLS weiter. Tierisch Spaß macht auf jeden Fall. Vom Engineering her ist es sehr anspruchsvoll. Man hat ja ungefähr 8 Minuten 10 rum Zeit. Denkt man, aber da sind so viele Sachen zwischendurch zu erledigen. Also es ist schon was ganz anderes wie Sprintrennen. Ja, das ist mega, wenn man dann so den Sound hört und hier also mit unserer Freundesgruppe hier einen Tag verbringe und die Autos anzuschauen, das ist mega. Du kannst in die Boxengassen rein, du kannst mit den Teams sprechen. Dieses sehr nah am Motorsport, wir stehen jetzt hier und du hörst es direkt, währenddessen wir das Interview machen, ist einfach genial. Ne? Und fühlt sich irgendwie wie, als wenn du ein Teil davon wärst. Du musst da reintauchen, du musst überall hingehen, die Boxengasse mitnehmen oder auch mal an die Nordschleife gehen, Brünnchen, Schwalbenschwanz, alles was geht, ne? Musst du machen. Ja, geht raus an die Nordschleife, geht raus, versucht nah an die Strecke zu kommen, seht die Autos fliegen und ja, habt Spaß. Heute sind wir beim 6-Stunden-Rennen, beim nächsten Mal sind wir beim 12-Stunden-Rennen. Dann hast du wieder ein ganz normales Rennen. Das ist das, also diese Vielfältigkeit und die wirklich so diese Nähe zum Motorsport. Solange die Leute nicht hier waren, können sie es meistens nicht verstehen. Sobald sie hier waren, kommen sie mit. Das ist so, ja.